Guten Morgen! Heute mache ich ein ganz, ganz spezielles Video und zwar für all diejenigen, die auch ein Whiteboard benutzen, beruflich oder privat und dabei vor der Entscheidung stehen, welchen Stift oder welche Marke soll ich holen. Es gibt da sehr, sehr viele Marken an Whiteboard-Markern und ich habe mir einfach von jeder größeren Firma einen Stift gekauft und werde hier den großen Whiteboard Marker Vergleich machen. Einfach aus dem Grund, um ja, anderen Menschen bei ihrer Kaufentscheidung dann helfen zu können und zu wissen, ja, den Whiteboard Marker, der ist der, der am intensivsten, das ist ein Kriterium, der die intensivste Farbe hat, dann vielleicht lässt es sich abwischen oder der Preis spielt dann auch eine Rolle. Und ja, und so werde ich jetzt all diese Marker, das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Marker testen und ja, mit euch gemeinsam dann schauen, welcher am besten ist. Und ja, ich fange einfach ohne Umschweife an. Ich habe natürlich sowas wie Staedtler dabei, also große Firmen, Bic ist glaube ich eine recht bekannte Firma, aber nicht groß. Und naja, wie dem auch sei. Und dann gibt es natürlich noch das Handling und wie der Stift halt so sich anfühlt. Aber fang einfach an und ich komme dann mit der Kamera natürlich dann auch ganz nah ran und wir schauen uns das ganz nah nochmal an. Bloß jetzt erstmal als Überblick. So, wir fangen erstmal mit dem einfachsten an und dem preiswertesten. Das ist der whiteflipshirt.de Presentation Marker Master of Boards. Das ist der billigste von allen und ja. Am besten schreibe ich immer oben einmal hin, was es ist. Das ist jetzt der Master of Boards. Dann mache ich einen Strich. So. Quietscht ein bisschen, aber ich glaube, das macht, wird wahrscheinlich so jeder machen. Und der Strich ist auch nicht durchgehend schwarz, aber wie gesagt, da kommen wir noch, wenn ihr näher rankommt, dann auch. So, dann sind alle neu. Das ist jetzt die Firma Franken. Ich schmeiß den Müll jetzt einfach mal achtlos auf den Boden, ich hebe dann natürlich noch auf. So. Okay, das ist jetzt Franken. Oh. Oh. Franken. Also, der hat bei weitem nicht so eine Schwarzintensität als der billige von Master of Boards. Eine viel engere Spitze. Also viel, viel heller. Okay. Wobei wir dazu sagen müssen, die hier sind alle, fast alle gleich in derselben Größe. Das war einfach der, den ich sozusagen noch da hatte. Da habe ich mir einen 10er-Pack geholt, weil das das billigste ist. Und ja, wahrscheinlich ist die Spitze da auch etwas dicker, aber man stellt das einfach mal alles so fest. Ihr seid dabei. Ich verlinke euch die Produkte. Ich weiß nicht, ob ich alle verlinke, aber alle, die irgendwie in Frage kommen könnten. So. Also, das war der von Franken. Jetzt der von Bic. Oh. 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 What? Also, das ist ja ein Unterschied. Also der Franken ist ja nur wirklich. Ich dachte, okay, jetzt vielleicht sind sie jetzt alle so schlecht, aber der ist echt gut. Bic Veleda. Krass. Also der ist, und das auch, da gehen wir vielleicht nachher nochmal ran, das ist ganz gleichmäßiger Farbauftrag. Richtig gut. Echt mein Favorit bisher. So, den Franken, den tue ich schon mal. Das ist ja ein Ding, ey. Ne. Okay. Okay. Jetzt haben wir noch ein Bic. Ich weiß nicht, warum ich mir zwei Bic gekauft habe. Aber es war wahrscheinlich einfach eine andere Bic Veleda Liquid Ink. Und das ist Bic Veleda Whiteboard Marker. Alles, ne, ist beides Whiteboard Marker. Keine Ahnung, vielleicht eine andere Größe oder sowas? Ja, das ist dicker. Das ist wirklich Unterschied zu Franken wie Tag und Nacht. Und übrigens, der quietscht auch nicht, ne? Also der erste hat gequietscht, der quietscht nicht und der hat auch nicht gequietscht. Die Intensität scheint hier noch ein Stück größer zu sein. Ja, vielleicht trocknet das auch erst, aber hier, der ist definitiv dunkler als der.
Und ja, lässt sich genauso gut. Also der ist definitiv dunkler. Ich warte mal ab, ob der vielleicht noch nachtrocknet, aber okay. Nun sind wir bei Pelikan. Auch eine bekannte Firma. Quietscht. Ist dicker, aber die, da muss man ein bisschen aufpassen, die gibt es in verschiedenen Größen. Ich habe ungefähr versucht die gleiche Größe zu nehmen und vielleicht nicht immer genau drauf geachtet. Da kann man jetzt nicht so sagen, okay, der wirkt kräftiger, weil der einfach dicker ist. Aber die Farbe, die, also das ist am intensivsten. Die Farbe und die Farbe ist glaube ich gleich. Ja. Und hier ist es auch so, dass die Farbe konstant bleibt beim nach unten. Und hier ist es sehr, sehr kräftig und wird etwas weniger kräftig, genau wie hier. Hier bleibt es übrigens auch konstant. Ja, also der Pelikan. Aber ich glaube, der ist immer noch am intensivsten. Aber wir gucken gleich gemeinsam drauf. Auf jeden Fall nicht schlecht, der Pelikan, würde ich mal sagen. So, dann Kores. Kores. Die Firma hat den besten Tafelreiniger. Ich habe ein paar Whiteboard-Reiniger probiert, habe jetzt leider kein Video dazu am Start, aber ich habe ja 5 Produkte getestet in meinem gesamten Leben. Ich nutze Whiteboard schon seit 15 Jahren, seit fast 20 Jahren und der Kores Reiniger ist einfach der beste. Den verlinke ich euch auf jeden Fall unten. Da gibt es keinen, der drüber geht. Der macht wirklich die Tafel wieder richtig, richtig tiefenrein. So, jetzt mal sehen, wie der von Kores der Stift. Kein Quietschen. Satter Farbauftrag. Okay. Also ich glaube, also der gefällt mir hier übrigens mal sehr gut. Die Intensität. Wir können die Intensität nachher nochmal testen, wenn man sie direkt nebeneinander die Striche nochmal machen kann. Aber wir machen erstmal alles durch. Also, Kores. So, als nächstes Luxor. Was mir bei Luxor nicht gefällt, ist genau wie bei den Franken, dass sie noch eine extra Plastikverpackung haben. Das mag vielleicht fürs Austrocknen ganz gut sein oder so, aber es ist halt unnötiger Müll, der dann hier bei mir auf dem Boden liegt. So, der Luxor. Luxor, okay. Na, nicht so satt wie die. Farbverlauf auch von sehr dunkel zu hell. Ja, auch der Farbverlauf ist nicht so. Also kann ich gleich sagen, gar nichts Luxor. Okay, dann haben wir den Staedtler. Staedtler, eigentlich die große Firma, bin ich sehr gespannt. Sehr dünn. Aber wie gesagt, die Dünnheit ist man nicht. Es scheint sogar ein bisschen zu verlaufen beim A. Naja. Also. Auch von der Farbintensität. Obwohl, das ist halt schwer so einen dünnen Strich zu vergleichen gegenüber so einem dicken. Ist jetzt, aber muss ich ganz ehrlich sagen? Nee. Wobei, er hat die dünnste Spitze von allen. Und damit hat er eigentlich auch am schwersten. Den lasse ich trotzdem mal in der engeren Auswahl. Und mache einfach mal 2 Striche dann danach, damit man das vergleichen kann. Okay, jetzt haben wir ja noch 2. Wir haben einen futuristischen... Ich weiß gar nicht, was das ist. Bullet Fine. Das ist glaube ich einer, wo du noch pumpen musst. Oder? Ich weiß gar nicht. Do not remove the cartridge with link remaining. Ah, okay. Das ist ein nachfüllbarer. Sehr geil. Na, dann hoffen wir mal, dass der halbwegs gut schreibt.
Whiteboard von Boardmaster Pilot. Oder? Ich sag mal Boardmaster. Boardmaster. Das war ja Master of Boards. Aber Boardmaster hat schon beim M in der Mitte einen weißen Strich innerhalb des schwarzen Strichs. Das ist natürlich ein bisschen blöd. Oh, ganz schlecht. Der Farbverlauf ist nicht satt. Auf der einen Seite ist total schwarz und auf der anderen Seite ist halt hell. Das muss man irgendwie pumpen oder sowas. Manchmal muss man rein pumpen. Aber der ist, nee, gar nichts. Schade. So futuristisch wie der aussieht, nachfüllbar. Aber, ja. So, und last but not least haben wir noch Faber-Castell, also die Nobelmarke. Ich glaube, ich weiß nicht, ob es der teuerste ist, aber gehört auf jeden Fall zu den teuren Markern. Faber-Castell. Faber-Castell. Aha. Ja. Also. Ihr seht jetzt erstmal rein vom Bild, was diese verschiedenen Marker können. Ihr müsst ein bisschen schauen, der Städtler, der Boom, Boardmaster, Master of Board, der Boardmaster ist auch ein Töner. Also Franken kann ich komplett ab. Also die Firma Franken vollkommen Finger weglassen. Das lässt sich schon mal sagen. Und ja, Master of Boards hat die dickste, aber das sind die dicksten und von der Farbintensität. Ich nehme euch einfach mal mit runter und dann schauen wir uns das mal gemeinsam an. Also für den Preis, nachdem ich alles gesehen habe, habe ich erstmal ein gutes Gefühl. Franken brauchen wir nicht zu sehen. Hier Big. Das war der erste, der wirklich einen richtig satten Farbauftrag hatte. Aber dieser Big erscheint mir eben noch ein Tick dunkler. Vergleicht mal die Linien. Also ich glaube, der Big ist der erste, der mir wirklich von ein richtiges fettes Schwarz liefert. Der Pelikan ebenso. Und auch vom Verlauf her nimmt er nicht so stark ab. Und der Chor ist echt wahrscheinlich mein Favorit. So, der Lux. Ja. Nimmt, man sieht halt hier nach unten, das sieht man halt nicht so gut, schade eigentlich. Der hat so ein bisschen, oben fängt das sehr schwarz an, weiß nicht, ob man die Lampe hier oben wegmacht, ob man das bei ihm besser sieht, fängt sehr schwarz an und dann wird er halt ein bisschen heller. Der Städtler, da ist so dünn und der Franz halt hier ein bisschen aus. Aber das erkennt ihr? Seht ihr das? Wie der ausfranst? Das ist nicht cool. Also der Städtler, nee. Dann der Boardmaster. Da hat er das Problem, dass er dann die Linie, seht ihr die? Eine ist schwarz auf der Seite und die andere ist dann hell. Das geht natürlich gar nicht. Also fällt raus. Und dann haben wir noch Faber-Castell. Faber-Castell. Und der wird unten halt auch wieder ein Stück heller. So, jetzt sind wir mal im Preisvergleich. Also, der Master of Boards, den habe ich, das war der absolut billigste von Amazon damals gekauft und da weiß ich nicht mehr genau, was der gekostet hat. Ich werde das aber recherchieren, aber ich glaube, das ist der billigste und mit dem Master of Boards macht man wahrscheinlich nicht so viel falsch. Die Problematik ist hier, dass die sind sehr, sehr schnell alle und von daher, ja, ich kann im Endeffekt nur die anderen, die ich jetzt einmalig gekauft habe, direkt nach dem Öffnen genutzt habe, wirklich adäquat vergleichen. Und dann gucken wir uns die Preise mal an. Also, der Luxor, der hier, ich muss gleich mal ein bisschen draufschreiben. Nehmen wir am besten einen von den Stiften, die sonst nicht mehr so gut sind. So, der Luxor ist der preiswerteste von allen. 49 Cent. Und ich sag mal, für 49 Cent hat er eigentlich eine ganz gute Leistung. Für 49 Cent hat er eigentlich eine ganz gute Leistung. Der zweitpreiswerteste ist, wow, tatsächlich der Pelikan. Der Pelikan ist der zweitpreiswerteste. 0,76 kostet der. Der Pelikan ist der zweitpreiswerteste. Der dritt, 74 haben wir noch.
Chores 74, yeah! Krass! Krass! Der Chores ist der, also insgesamt mein Favorit ist der zweitbilligste. Krasse Scheiße! So, dann. Okay, der nächste ist dann 1,04 € Big. 1,04 € Big. Und der wäre ja auch gut. Also irgendwie scheinen die Preiswerten die billigsten zu sein. Das ist ja unglaublich. Dann 1,18 € Städtler. 1,18 €. 1,19 € Franken. Franken 1,19 €. 1,19 €. Nee. Achso, den Wisch, wir werden noch wischen, wie gut sie sich wegwischen lassen. Ja, müssen wir noch machen. 1,19 €. Dann haben wir 1,13 € noch. Der andere Big. Ist halt die Frage, welcher Big das war. Ich hatte ja zwei Big. Big 1,13 €. 1,04 € Big war Rundspitze 1,9 € und der Big war 2,2 €. Ah, okay. Der dünne 1,4 € und der große 1,13 €. Jetzt kann ich, wer der dünnere von beiden ist. Also einer kostet 1,13, einer kostet 1,4 €. Kann ich jetzt nicht. Das ist jetzt nicht mehr so relevant, weil er sowieso rausfällt. Dann 1,42 € der Pilot. Das war, glaube ich, hier. Der hier 1,42 €. Faber-Castell 1,87 €. Und da, ja, da haben wir alle. Okay, alles klar. Also, wir machen nochmal den Wischtest. So, muss ich mal gucken, wo mein Wischer ist. Der liegt da hinten, ich bin gleich wieder da. Also, wie einfach lassen sich die Striche entfernen und was Rückstände sind. Ich habe einen neuen Schwamm genommen und versuche für jeden wirklich neu, ja, was Neues zu benutzen, was noch nicht benutzt wurde. Und tu einfach einmal runterwischen, nicht hin und her, einmal runterwischen. So, fangen wir an. Okay. Also, ich gar nichts drauf. Okay. Immer die gleiche. Versuch immer gleich drauf zu drücken. So mal. Okay, also was auffällt, der Städtler, der schmiert. Also der schmiert extrem. Also, das ist ja unglaublich. Der Franken, dieser Big und der Städtler. Am Anfang, da bin ich immer, ich fasse ganz, mache immer den gleichen Druck drauf. Von daher ist der Anfang nicht schwer zu bewerten, weil den Druck habe ich dann erst drauf, weil ich ein bisschen justieren muss. Aber, ja. Also. Also, der schmiert und der Lux schmiert auch ein bisschen. Der Faber-Castell sieht am besten aus. Der ist auch perfekt, Pelikan. Chor ist so eine Spur. Eine Spur. Also, machen wir jetzt mal kurz. Wir wollen ja den besten Shift haben. Und ich sag mal, was wir wegnehmen können, ist definitiv. Also hier, das ist ja. Boah, guck dir mal den Städtler an. Was hier abgeht. Das geht überhaupt nicht vom Dings. Ist das doch ein Whiteboard, Marco? Okay. Asche auf mein Haupt. Ist ein Flipchart-Marker. Okay. Ja, ist ein Flipchart-Marker. Aber ich habe mir eigentlich einen Whiteboard-Marker gekauft, aber. Naja, das ist nur schade. Flipchart-Marker. Bin mir sicher, dass ich ein Whiteboard. Aber egal. Gut, dann brauchen wir nicht reden, dann würde ich sagen, dann können wir das gleich mal testen mit dem besten Reiniger der Welt.
Also das hier ist definitiv der beste Reiniger. Und es würde mich wundern, wenn das jetzt hier nicht auch wieder abgeht. Da ist halt einfach mega. Da ist wirklich mega. Da geht nichts drüber. Wirklich nichts drüber. Und das sind Welten zwischen anderen. Also zumindest den 5, den ich ausprobiert habe. Von Chorus der Whiteboard Cleaner ist echt phänomenal. Und ja, ich verlinke euch den auf jeden Fall. Ja, also, das ist ein bisschen schade, weil Staedtler ist so ein bisschen auch die große Marke mit. Und ja, aber ich, nichtsdestotrotz ist diese Marke sehr, sehr teuer. Und man sieht ja auch bei teuren Marken, dass das nicht immer die beste Qualität ist. So, also, nach Auswertung aller Dinge, die relevant sein könnten, würde ich persönlich mich für Pelikan oder Chorus entscheiden. Der Lux ist auch billig, das ist der billigste von allen, ist gar nicht so schlecht, aber die Farbintensität, die Gleichmäßigkeit, also da würde ich wirklich sagen, ja, Chorus, der Pelikan und Lux, da könnt ihr nichts falsch machen, das sind die drei Whiteboard-Marke, die ich persönlich empfehlen kann. Dadurch, dass Chorus auch den besten Reiniger hat, werde ich wahrscheinlich bei den Chorus-Stiften landen und die mit einer etwas größerer Anzahl kaufen. Und ich hoffe, ich konnte eure Kaufentscheidung etwas, ja, etwas unterstützen und auch zeigen, dass wirklich die billigen nicht immer die schlechten sind. Und natürlich, es gibt auch also, totale Ausfallmodelle wie von Franken. Und da muss ich sagen, also das geht gar nicht. Ich bin mir sicher, ihr konntet euch etwas mitnehmen, auch wenn meine Stimme nicht so die beste ist. Und ja, jetzt sinnvoll einkaufen. Ich wünsche euch noch eine wunderschöne Woche. Wir sehen uns morgen wieder, zu denen ihr den Kanal abonniert habt. Und bis dann, euer Christian. Tschüss.